Hallo Freunde und los geht's weiter mit Let's Play Prey Folge 3. Ab in die Hauptlobby. Oje. Okay, Neuromod. Da haben wir schon wieder eine Leiche. Sie haben es geschafft. Bereit für Ihren ersten Blick auf die echte Welt? Ja. Oh, wir sind schon im Weltraum. Transtar. Alles klar, wir sind schon im Weltraum. Okay, erstmal hier draufschlagen. Krass. Also wir sind quasi hinterm Mond. Ich hätte schwören können, dass ich gerade eine Bewegung bemerkt habe da unten. Da komme ich auch jetzt noch nicht durch. Und da bin ich gerade erschienen. Hä? Ach du Scheiße. Vorsicht. Gehen Sie in Ihr Büro. Ich habe Ihre Karte aktualisiert. Dort gibt es ein Video, das Sie sich ansehen müssen. Ich weiß, Sie haben viele Fragen. Allerdings. Und Talosheim steht hier zum Erkunden offen. Mittels der Schroten und Aufzüge kannst du von der Lobby aus in jeden Teil der Raumstation gelangen. Du kannst jederzeit in der Lobby oder in einen anderen Bereich, den du entdeckt hast, zurückkehren und optimale Ziele abzuschließen. Okay, gut zu wissen. Neuromod. Die kriegen ja immer einen Check, die Mimix, wenn ich irgendwas zerstöre. Ja, warum ich auch immer eine Zigarre mitnehmen soll? Okay, da ist wieder ein Tresor. Okay, da brauchen wir eine Schlüsselkarte. Okay, ein bisschen trinken. Ich bin wieder sehr paranoid. Wenn ich irgendwas doppelt sehe, habe ich drauf. Die scheint aber nicht von Mimik getötet worden zu sein. Da oben muss ich rauf. Die verraten sich aber, wie gesagt, meist selber, die Mimiks. Die ist auch nicht an das tödlichen Tode gestorben. Ihr wisst schon. Achtung! Die Stationsleitung meldet Alarm. Begeben Sie sich unverzüglich zum nächsten Sammelpunkt und warten Sie auf weitere Anweisungen. Okay, da ist ein Geschütz. Nein! Aua, aua, aua! Suche nach Update.
Updates. Server online. Aua, die machen ganz schön Schaden. Ich sollte mal Medikit nutzen. Was sind die? Aber nur eins. Und dann habe ich ja noch irgendwas zum Essen. Bio Bang Bang Bonbons. Noch irgendwas? Sind wir wahrscheinlich besoffen, oder? Jo, wir sind besoffen. Kann auch nicht reparieren. Mal wieder Medikit eingesteckt. Traumzentrum, Schlüsselkarte. Ja, auf jeden Fall haben wir da jetzt die gekriegt. Aber wir haben eins von diesen großen Viechern zerlegt. Das finde ich schon mal... Ist gerade der Strom ausgegangen? Nee. Ist wahrscheinlich beschädigt, der Fahrstuhl. Da kann ich, den kann ich eh nicht nutzen. Aber das war jetzt schon... Ich habe gerade schon Gänsehaut gehabt, gerade von diesem Viech. Ich kenne mit. Dort nehme ich auch gern mit. Dort nehme ich auch gern mit. Da ist nichts drin. Ah! Na komm, nimm die Scheiße. Das war gemein, aber sowas von. Ja, bin ich wieder erschrocken, ey. Sauerei. Aber die Klukanone ist schon gut, also Hut ab. Aber wie gesagt, ich bin gerade echt gut erschrocken. Ich gehe aber erstmal in den Raum hier rein. Scheiß Tassen. 30. Ausstellung. Ja, schaue ich mir gleich an. Erstmal sichern gehen, dass hier nichts auf mich lauert. Guten Morgen, Talos. Unser Stationspsychologe Dr. Kohl bittet alle Mitarbeiter, die unter Schlafstörungen, chronischem Stress oder Angstsymptomen leiden, einen Termin im Traumazentrum auszumachen. Okay. Die Evakuierung, Bericht einer Überlebenden, Tag 1. Tag 1, ich hatte Alitza beim Hundefriseur abgegeben. Ihr Name bedeutet Freude. Ich verabschiede mich und ging ein paar Straßen weiter, um mir beim Park einen Mokka zu holen. Einige Jets flogen ziemlich tief an mir vorbei und machten solch einen Lärm, dass ich mich erschrecklich erschreckte. Ich weiß nicht, woher sie kamen, aber sie waren voll beladen mit Bomben und Raketen. Alles sahen hinauf. Der Lärm der Maschinen hallte von den Gebäuden wieder, aber wir hatten sie aus den Augen verloren. Der Himmel war klar und ich sah, wie rosafarbener Rauch aus Richtung des Stadions aufstieg. Dann heulten die Sirenen los. Die hatten ich seit meiner Kindheit nicht mehr gehört. Einige Leute blieben verwirrt stehen, aber mein Instinkt befahl mir, loszulaufen. Vom Station wegzulaufen, von Alicia wegzulaufen.
Ich war nicht allein, allerdings wussten wir nicht, wohin es gehen sollte. Dann sah ich, wie ein Polizist Leute in den Restaurant in einen Untergeschoss führte. Ich glaube, da befand sich ein alter Luftschutzkeller. Ich sah wieder nach oben und erblickte ein Flugzeug, ein ziviles, da bin ich mir sicher. Ich glaube, es war zum Flughafen unterwegs. Während ich es beobachte, löste es sich unendliche Geräusche in einem Glitzern auf. Es zerstand einfach. Ein Mann in meiner Nähe begann zu fluchen. Ich fiel ihn hin und stieß mir den Kopf auf den Pflaster. Dann waren die wahrscheinlich auch Teil dieses Experiments, vermutlicherweise. Ja, irgendwas kann ich mit den Gasflaschen machen, auf jeden Fall. Dich nehme ich mit. Da ist eine Neuromod drin. Die nehmen wir einfach mal mit. So, dann schauen wir uns mal ganz kurz das an. Okay, gut, das haben wir jetzt. Könnte das natürlich das jetzt machen? Techniker. Hebelkraft 1. Oder reparieren. Ich nehme das mit der Gesundheit, ganz ehrlich. Wenn ich das schon lese. Bisschen mehr Gesundheit ist immer gut. Wow, schaut mal. John F. Kennedy mit grauen Haaren. Also hat er das Attentat überlebt. Okay. 2000. Wenn dann schon richtig rum. 1963. Eine streng geheime Verhandlung im Kalten Krieg führt dazu, dass Amerikaner und Sowjets gemeinsam an einer Forschungseinrichtung namens Kletka arbeiten. Kletka, russisch für Käfig, produziert das Skelett und die Kernsysteme der Talos 1. Okay. 1964. Nach dem fehlgeschlagenen Attentat auf Kennedy bezahlen die USA für das Recht, Kletka als Testeinrichtung nutzen zu dürfen. Diese Periode, bekannt als Projekt Axiom, führt zu vielen Fortschritten in moderner Material- und Biowissenschaft, die der neuralen Modifikation zugrunde liegen. Alles klar. 1980 bis 1994. Die geopolitischen Entwicklungen führen zu einem vorübergehenden Stopp des Projekts Axiom. Die Kletka-Einrichtung wurde nach dem bedauerlichen Pobeck-Unfall, bei dem zwei Wissenschaftler ihr Leben verloren, stillgelegt und geräumt. Oha. 2025. Der Transtar-Vorstand wird eingesetzt. Transtar kauft und privatisiert die Kletka-Einrichtung mit besonderem Augenmerk auf Sicherheit und modernsten Verbesserungen. Also nächstes Jahr, ihr wisst Bescheid. 2030. Die Talos 1 ist voll funktionsfähig. Ein Meilenstein der privaten Raumfahrt. Die erste Neuromod ist erschienen und ermöglicht die spektakuläre Verbesserung des menschlichen Verstandes und Körpers. Alles klar, wisst ihr Bescheid. Ich mache mal kurz eine Sache machen. Wie repariert denn mein Anzug? Gesundheit. Was stellt denn hier bitte schön? Ah. Machen wir einfach mal, weil wir es können. Und dann speichere ich. Weil mir da noch ist. So, dann haben wir das. Jetzt mal auf 100% wieder. Erstmal. So, jetzt schauen wir uns mal hier ein bisschen weiter um. Ach, hier war ich schon. Wo war ich denn noch nicht? Nehmen wir mit. Alles, was wir mitnehmen, nehmen wir mit. Was wir nicht mitnehmen können, nehmen wir mit. Ich glaube, dahinter können wir was machen. Sorry, Buddy, ich kann dich leider nicht reparieren. Sonst würde ich das tun.
Ich mache das mal professioneller. Ich hab's lieber, wenn das Geschütz direkt auf die Tür zielt. Ja, ich bin auch kein Alien, mein Freund. Was ist das denn? EMP-Ladung. Die EMP-Ladung setzt einen großen Stoß elektronischer Energie frei, der hocheffektiv gegen Roboter, Geschütze oder andere elektronische Einheiten ist. Gut zu wissen. Also quasi eine Art Elektrogranate. Okay, da muss ich glaube ich wieso nicht lang. Glaube, wir müssen eh darauf. Warte mal, ich sehe da noch Toiletten, da waren wir glaube ich noch nicht drin. Toiletten, ja, dass das Toiletten sind, das ist mir weiß ich Bescheid. Ich glaube, hier war ich aber schon drin, oder? Wenn die Toiletten offen sind, war ich da schon drin. Man soll ja gründlich sein, ja? Was? Der Weltraumaufzug. Mithilfe des Storchenturms, des ersten funktionierungsfähigen Weltraumaufzugs, konnten die Vereinigten Staaten zu Beginn einen großen Teil aller Aktivitäten und des Handels in der Erdumlaufbahn kontrollieren. Mittlerweile holt der Rest der Welt jedoch auf. Laut Berechnungen der Weltvereinigungen der Raumfahrtindustrie, WVRI, wäre der Bau eines zweiten Weltraumaufzugs unter Zuhilfenahme der Storchenturmanlage zu einem Viertel der ursprünglichen Kosten machbar. Verständlicherweise schrecken die USA davor zurück, beim Bau einer günstigen Plattform zu helfen. Die Konkurrenten einen Wettbewerbsvorteil verschafft für die Betreiberfirma des Aufzugs, rechtfertigen die beachtlichen Investitionsrisiken den Schutz dieses wirtschaftlichen Bereichs. Währenddessen ist die WVE dazu begangen, aggressive geeignete Standorte für zukünftige Weltraumaufzüge zu erwerben. Im Grunde genommen also so etwas wie Hausbesetzung im Weltraumzeitalter. Alles klar, läuft. So, hier ist kein Mimik. Doch! Aua! So, die sind von da oben runtergesprungen. Dann waren die Lampe wahrscheinlich, oder? Da war eine extra Lampe. Die haben es jetzt nicht ein bisschen überrascht. Aber nur ein bisschen. Gut. Nehme ich alles mit. Okay, die Leichen sind verschwunden. War da jetzt auf einmal ein Minikit drin? Ja, ich glaube, das Geschütz ist da gut. Ja, da. Hättest dich lieber versteckt und dann angegriffen. Oder hat es. Noch einer. Komm her! Aufs Maul! Du Heslon! Finde ich krass, dass die immer erschöpft sein können.
Also diese Erschöpfung wäre, glaube ich, im Spiel eigentlich gar nicht nötig gewesen, meiner Meinung nach. So, ist jetzt mal Ruhe mit Mimix. Sonst werde ich auch gleich zum Mimik. Okay, ist einfach rein gar nichts zu mitnehmen. Nicht mal eine Info oder sowas. Einfach weil ich es kann. Ich mag keine Glasscheiben. Böse Glasscheiben. Juhu, durch die Glasscheibe und sich alles aufschneiden. Yay. Ich das natürlich wegmachen kann. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls müssen wir da, kommen wir da auch irgendwann dahinter. So, du kommst wieder mit. Du bist jetzt mein Best Buddy. Buddy, Buddy, Bud. Bud, Bud. Protokoll. Scanne Ziel, kein Alien-Material entdeckt. Da kann ich wieder hacken. Fehlersuche Version 0.7.6. Ausführlich. Das nehme ich natürlich mit. Den hätten wir. Aber da war noch einer. Kurz mal was zum Heilen nehmen. Mal die Klukanone wieder aufladen. Da war definitiv noch ein Halotri. Na, wo bist du, Dude? Der hat sich da irgendwo da hinten versteckt gehabt. Oder ist der erledigt worden? Okay. Waren Ersatzteile? Ich bin da echt paranoid gerade. Waren es nur. Ich bin ja. Ich meine, ich wäre froh, wenn es nur zwei sind. Dann kann ich mich wieder in Ruhe in mich hier umschauen. Irgendein Serverraum ist das auf jeden Fall. Könnten aber noch Mimics da sein. Sicherheitsbürokarte haben wir auch bekommen. Das ist gut. Oh, wieder eine neue. Aber jetzt kann man was hin tun. Thermoschild. Machen wir auf jeden Fall. Da habe ich aber leider noch nichts frei. Aber finde ich cool. Und ein Neuromod. Jetzt ist nur die Frage der Frage. Reparatur könnte ich ja mal machen. Da kann ich gerade noch nichts machen. Das andere ist ja Hebelkraft. Du kannst schwere Objekte problemlos aufheben, Objekte weiterwerfen, für den Gegnerstand zu. Machen wir mal das hier. Hebelkraft 2. Was ich mit 1 heben kann, dann
Kann ich damit auch Gegnern quasi Schaden zufügen? Gut zu wissen. Oh, hast du mich erschreckt, du Mistvieh. Aber schon so verdächtig, zum Beispiel so eine einzelne Vase, die da rumliegt, ist schon verdächtig. Was ist das? Stuff Launch. Mistvieh. Ich speichere vorsichtshalber mal ganz kurz ab. Ja, könnte ich machen, aber ich weiß nicht, ob das sicher safe ist, wenn ich das mache. Was aus? Ja, das nehme ich sowieso mit. Information Kunst auf der Talos. Die Transtar Corporation beauftragte mehrere bekannte Künstler, Arbeiten für die Talos 1 zu erschaffen. Die orbitale Forschungs- und Entwicklungseinrichtung, die uns die Neuromods und viele weitere technischen Wunder gebracht hat. Der berühmte belgische Bildhauer Frederik Smart schuf das Werk Rauchzeichen, das in der Mitte des Speisesaals der Angestellten steht. Die nur als Jessie bekannte Installationskünstlerin baute die armutige in der Lobby der Talons einst schwebende Kette aus marmorisierten Glastafeln. Der ehemalige Straßenkünstler Patrick O. entwarf in seinem bekannten geometrischen Stil schließlich eine Reihe exklusiver Plakate mit Abbildung unterschiedlicher Weltraumaufnahmen, darunter Umlaufbahnen und Sonnenfinsternisse. Von ihnen stammt auch das Neuromod-Werbebild mit der Schauspielerin Daisy Prince. Kunst inspiriert, befeuert unsere Kreativität, lässt uns über die Gegenwart hinaus einen Blick auf Dinge werfen, die möglich sein könnten, äußert sich der dazu Trendstar-Präsident Alex Yu. Alles klar. Das Pionier der privaten Raumfahrt. Auf einer Raumstation wie der Talos zu arbeiten, ist vergleichbar mit der Arbeit auf der Erde. Die Leute vergessen irgendwann, dass sie sich im Weltraum befinden und passen sich sehr gut an. Im Gegensatz dazu konnten im Rahmen einer 10-jährigen Studie mit dem Personal der Pythas-Einrichtung eine Vielzahl psychologischer und das Verhalten betreffender Daten gesammelt werden. Pythas befindet sich tief in einem Krater am Mondpol, liegt dauerhaft im Schatten und ist kilometerweit umgeben von Eis. Darunter befindet sich ein gewaltiges Netzwerk aus beengten Tunneln, in denen Helium-3, Wasserstoff und Platin abgebaut werden. Solch eine düstere, kalte und gelegentliche auch furchteinflößende Arbeitsumgebung, abgeschnitten von warmen Leuchten der Erde, fordert mitunter einen schweren und oftmals auch katastrophalen Tribut von der Mannschaft. So, meine Freunde, ich bleibe mal hier stehen. Sage an dieser Stelle mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat und ihr bei mir bleiben wollt, drückt mir den Abo-Button rein. Denkt daran, die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Prey, diesen sehr sonderbaren Sci-Fi-Ego-Shooter-Spiel. Ihr wisst schon.